Klasse 12. Wir betrachten heute die Bestimmung einer Tangentengleichung. Wir gehen bei der Bestimmung einer Tangentengleichung aus von einem Beispiel. Und zwar betrachten wir die Funktion f von x gleich 1/2 mal x². Und wir wollen die Tangente im Punkt P mit den Koordinaten 1 und 0,5 berechnen. Haben wir. Da wir wissen, dass eine Tangente eine Gerade ist, würde der Ansatz doch lauten t von x gleich mx plus n, wobei m der Anstieg ist, Holger, und n ist die Schnittstelle mit der Ordinatenachse. Wir bestimmen also den Anstieg und dann das n. Der Anstieg ist ja nichts anderes als die Ableitung der Funktion an der Stelle, nämlich an der Stelle bei uns 1. Da muss ich also bilden f' von 1 und f' ist ja x, für x den Punkt 1 angesetzt, also haben wir f' von 1 gleich 1. Der Funktionswert f von 1 ist ja eigentlich schon gegeben mit 0,5. Könnte ihn natürlich auch ausrechnen, indem ich wieder hier einsetze, den Wert 1, dann habe ich 1 Quadrat mal 1/2 ist 0,5 und das ist f von x. Dann haben wir das. So. Dann kann ich doch schreiben, 1/2 gleich, m war der Anstieg, 1 mal x plus n habe ich geschrieben und für x setze ich nochmal 1 ein, dann habe ich 1/2 gleich 1 mal 1 plus n. Und wenn ich jetzt 1 subtrahiere, dann bekomme ich das n und n wäre minus 1/2, sodass meine Tangentengleichung t von x gleich x minus 1/2 ist. Das Ganze haben wir hier mal grafisch dargestellt. Wir schauen uns die Skizze an. Das ist die Funktion, die blaue, f von x gleich 1/2 x². Und wir haben hier den Punkt P mit den Koordinaten 1 und 0,5. Und da liegt die Tangente dran. Und wir haben die Tangente berechnet und sehen hier etwa, wäre doch die Schnittstelle mit der y-Achse liegt bei 1/2. Okay, noch ein zweites Beispiel. Gegeben sei jetzt die Funktion y gleich x² plus 2 und wir fragen, wie lautet die Tangente im Punkt P mit den Koordinaten 2 und 6? Wir zeichnen auch einmal den Graphen. Das ist ja eine verschobene Normalparabel um 2 Einheiten nach oben. Also wäre der Scheitelpunkt hier. Die Parabel haben wir gezeichnet. Die Stelle, also mein Punkt, hatte Koordinaten 2 und 6. Da würde etwa hier liegen. Also hätten wir hier das Rote, soll dann die Tangente sein. Wie gehen wir aus? Wir bilden wieder den Anstieg. Das ist aber f' von 2. Dann muss ich die Ableitung hier bilden. Die hatten wir. Die ist der y' gleich 2x. Und wenn ich jetzt den Wert 2 einsetze, dann haben wir 2 mal 2 ist 4. Also ist der Anstieg 4. Und f von 2, wiederum 2 eingesetzt. Dann haben wir 4 plus 2, dann ist es 6, kommen wir auf den Punkt. So. Wieder vom Ansatz ausgehend, t von x gleich mx plus n. T von x gleich f von x gleich 6, dann m war 4, 4 mal 2 plus n und diese Gleichung nach n aufgelöst ergibt n gleich minus 2, sodass wir zur Tangentengleichung kommen, t von x gleich 4x minus 2. 4x minus 2. Ja, und wenn wir hier die Tangente ein bisschen verlängern würden und etwas genauer zeichnen, würden wir das auch uns anschauen. So, und jetzt kommt noch der Clou, eine weitere Tangentengleichung. Da geht die Kamera mal ganz nach rechts, bitteschön.
wenn ich den Punkt gegeben habe mit den Koordinaten x und y oder x0 und y0 oder wir können auch sagen x0 und f von x0, dann kann ich als Tangentengleichung diese Gleichung angeben, t von x gleich f' von dem Punkt x0 mal x minus x0 und dann plus f von x0. Wobei das ist, ich habe das nochmal ganz schnell am Beispiel der Funktion y gleich 1/2 x² mit dem Punkt angegeben, 1 und 0, 5. Die 1 wäre dann die x0-Koordinate, das wäre die y0-Koordinate oder f von x0. Ja, dann setzen wir doch nur ein in unsere Gleichung f' von 1 war 1, dann x minus den Punkt 1 plus 1/2 und kommen auf die Tangentengleichung t von x gleich x minus 1/2. Das Ganze haben wir auch hier bereits gefunden. Das bis hierher. Finito.